Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Ökonomische Analyse des Rechts 2. Heute geht es an sich weiter mit dem Thema Schadensrecht, aber vorab wollte ich gerne noch auf ein paar offene Fragen eingehen, die letzten Freitag bei der Übung aufgekommen waren. Und zwar ging es da um bestimmte Vertragsarten und wo man die am besten im Schema von Williamson einordnen kann. Das machen wir jetzt zuerst. Und wenn Sie sich zurückerinnern, war das ja die Tabelle, die Williamson benutzt hat, um quasi ja, um zu zeigen, für welches Ausmaß an Spezifität und für welche Häufigkeit der Transaktion welche Governance-Form er als optimal ansah, ne, um überhaupt eine optimale Produktion gewährleisten zu können. Und da haben wir unterschieden an der ganzen Bandbreite von Verträgen, von klassischem Vertragskonzept bis zur vertikalen Integration. Ne? Und alles, was dazwischen ist, nennen wir hybride Vertragsformen. Das ist das hier. So, und wo jetzt noch eine Frage offen war, das war hier beim Mietvertrag. Und zwar, genau, geht es jetzt. Ich nehme an, in der Frage bezog es sich auf den einen Wohnungsmietvertrag. Zwischen Vermieter und Mieter, und es geht um eine Wohnung. Und natürlich gibt es da spezifische Investitionen. Ne? Also gerade für den Mieter. Ein Mieter muss, damit er eine Wohnung beziehen kann, dahin ziehen. Das kostet Geld, das sind spezifische Investitionen für ihn. Auch wenn die Wohnung ihm nicht gehört, wird er sie sich zurecht machen, sodass sie ihm gefällt. Das sind auch spezifische Investitionen für den Mieter. Man wird eventuell persönliche Beziehungen aufbauen zu Nachbarn, um sich da wohlzufühlen. Man eignet sich Wissen bezüglich der lokalen Infrastruktur an. Was ist der Fußweg in Minuten zur nächsten S-Bahn-Haltestelle zum Beispiel? Ne? Das ist eine wichtige lokale Info für einen. Wie lange hat der Döner um die Ecke auf? Solche Sachen sind Wissen bezüglich der lokalen Infrastruktur. Und für Leute mit Familien gibt es natürlich den Faktor, dass man sich einen Platz in einem Kindergarten oder einer Schule sucht, ne, die relativ geografisch nahe zur Wohnung sind. Das sind alles Faktoren, die man interpretieren kann als spezifische Investitionen des Mieters, die verbunden sind mit der Miete an einer Wohnung. So, und das führt dazu, oder das wird vom Gesetzgeber auch so interpretiert, dass potenziell ist die Verhandlungsposition der Vermieter übermäßig stark und also zu stark, und daher greift der Staat einfach ein, nämlich als dritte Partei, die in quasi in die Vertragsfreiheit von Vermieter und Mieter eingreift. Ne? Und von daher könnten wir den Mietvertrag hier bei der trilateralen Governance einordnen. Ja, wir haben ein gewisses Ausmaß an Spezifität. Einen Mietvertrag schließt man nicht sehr oft ab. Und man braucht aber eine dritte Partei, um Holdouts zu vermeiden. Und weil es eben so ein wichtiges Thema ist, ist zumindest in Deutschland, gibt es zumindest in Deutschland eine relativ viele Regulierungen in Bezug auf die Beziehung zwischen Mieter und Vermieter. Ne? Und die meisten zielen darauf ab, den Mieter zu schützen oder zu stärken in seiner Verhandlungsposition. Von daher wäre ein Mietvertrag irgendwo hier anzusiedeln. Okay. Dann, gleiche Frage, anderer Vertrag, ging es um den Arbeitsvertrag. Bei dem Arbeitsvertrag gilt viel mehr noch als bei einem Mietvertrag, finde ich, dass es sehr auf die spezifischen Umstände ankommt. Ne? Denn
Arbeitskräfte sind sehr heterogen, also, oder, und Arbeitsplätze auch, ne? Ein Arbeitsplatz kann sich beziehen auf eine Arbeit an einem Fabrikfließband, also eine sehr unspezifische Arbeit mit wenig spezifischem Wissen. Aber ein Arbeitsvertrag kann sich auch auf eine Arbeit beziehen, die sehr spezifisch ist und ein sehr hohes Humankapital erfordert. Von daher ist es schwer, nur von dem einen Arbeitsvertrag zu sprechen. Und das müssen Sie im Hinterkopf behalten, wenn wir hier über das Konzept des Arbeitsvertrags sprechen. So, aber das grundlegende Problem, wo man ein Arbeitsverhältnis einordnen kann in das Problem der Governance und der Transaktionskosten ist, wenn ein Unternehmen zum Beispiel die Weiterbildung eines Arbeitnehmers bezahlt, dann stellt das ja eine spezifische Investition für das Unternehmen dar. Denn der Ertrag der Weiterbildung kommt dem Unternehmen nur zugute, solange der Arbeitnehmer auch dort arbeitet. Klar. Wenn der Arbeitnehmer nicht mehr dort arbeitet, dann ist es eine Investition, die gar keinen Ertrag mehr bringt. Ne? Und das gilt umso mehr, je spezifischer das Wissen und je teurer die Weiterbildung. So. Und das bedeutet, wir haben also grundsätzlich, wenn der Arbeitnehmer die, wenn der, wenn der Unter, wenn das Unternehmen die Weiterbildung bezahlt, haben potenziellen Holdup durch den Arbeitnehmer und vertragliche Mechanismen gegen ein solches Holdup durch den Arbeitnehmer sind zum Beispiel Mindestvertragsdauer oder eine Ablösesumme, wenn man den Arbeitsplatz wechselt. Alternativ kann natürlich einfach geregelt werden, dass Arbeitnehmer ihre Weiterbildung selber bezahlen müssen. Dann haben wir ein umgekehrtes Holdup-Problem. Denn je spezifischer das Wissen, das in so einer Weiterbildung erworben wird, desto wahrscheinlicher wird dann ein Holdup durch das Unternehmen. Ne? Das Unternehmen kann dann im Nachhinein sagen, das Unternehmen kann dann im Nachhinein versuchen, niedrigeren Lohn oder schlechtere Konditionen auszuhandeln, denn der Arbeitnehmer hat ja quasi Investitionen getätigt, die so spezifisch sind, dass sie nur in dem Unternehmen gültig sind. Und in einem solchen Fall könnte man meinen, dass eine Gewerkschaft hilfreich sein kann, und zwar die Interessen von Arbeitnehmern gebündelt zu vertreten. Ne? Denn in so einer Situation wären ja die Arbeitnehmer quasi die schwächere Partei, die ausgenutzt werden kann durch opportunistisches Handeln. Dann haben wir aber wiederum das Problem, dass wenn die Gewerkschaft zu stark ist, also eine zu starke Verhandlungsposition oder sogar ausgehandelt werden kann, dass die Unternehmen wieder für die Weiterbildung aufkommen, dann können die Arbeitnehmer wiederum einen kollektiven Holdup organisieren. Ne? Denn wenn die Gewerkschaft zu stark ist, eine zu starke Verhandlungsposition hat, dann ist die Gewerkschaft nichts anderes als eine Plattform für einen kollektiven Holdup. Was wir ja bei diversen Arbeitskämpfen auch beobachten können. Das Problem hierbei ist, dass die Gewerkschaft nicht ohne weiteres interpretierbar ist als dritte neutrale Partei. Denn eine Gewerkschaft ist ja quasi per Definition näher an den Interessen der Arbeitnehmer, ne, als an den Interessen der Arbeitgeber. So, und je mehr Spezifität von Humankapital eine Rolle spielt, desto wahrscheinlicher ist es, dass solche Arbeitnehmer Beteiligungen oder gar Partnerschaften am Unternehmen erhalten, ne? Das sehen Sie zum Beispiel bei Anwaltskanzleien oder bei Unternehmensberatungen. Da haben die Arbeitnehmer sehr, sehr spezifisches Kapital und um Holdup zu vermeiden, werden ihre Interessen einfach quasi gleichgeschaltet mit den Interessen des Unternehmens. Und das geschieht durch Beteiligungen und Partnerschaften. Und ja, umgekehrt, für sehr unspezifische Arten von Humankapital findet man entsprechend eher Standardarbeitsverträge mit geringerer Laufzeit. Das heißt, Arbeitsverträge können wir auch eigentlich über das ganze Spektrum versuchen hier abzutragen. Ne? Also für sehr unspezifische Arbeit haben wir kurzfristige, standardisierte Arbeitsverträge. Für extrem hohe
Spezifität haben wir hier vereinheitlichte Governance, also wenn jemand Partner gemacht wird in einer Firma oder ein Aktienpaket erhält. Und für Fälle dazwischen haben wir entweder bilaterale Governance, also sehr langfristige Verträge, denn durch die lange Laufzeit hat der Arbeitnehmer auf jeden Fall ein gewisses Maß an Sicherheit. Und der Arbeitgeber auch, weil durch diese lange Laufzeit. Und man kann sich auch trilaterale Governance vorstellen, wo zum Beispiel eine Gewerkschaft eine Art dritte Partei wäre. Wobei, da haben wir ja festgestellt, dass eine Gewerkschaft nicht so richtig als dritte Partei geeignet ist, weil sie nicht neutral ist. Genau, die Frage nach manchmal versus regelmäßig, die ist hier einfach schwer, sonst ganz schwer zu beantworten. Ne? An sich, ein gefestigtes Arbeitsverhältnis wechselt man nicht so oft, aber gerade hier bei sehr unspezifischem Humankapital kann man sich schon gut vorstellen, dass es da sehr kurze Vertragslaufzeiten auch gibt, ne? Oder gerade bei Leiharbeit. So, um es nochmals und die letzte Frage, da ging es um den Gewerkschaftsvertrag und das passt, also das würde ich dann einordnen in die Diskussion, die wir eben hatten. Ne? Also eine Interpretation eines Gewerkschaftsvertrags ist es ja, dass das Unternehmen statt mit jedem Arbeitnehmer einzeln einen Vertrag auszuhandeln, stattdessen einen kollektiven Vertrag abschließt. Und dass dieser Vertrag im Zweifel auch Zweifel eher mit längeren Laufzeiten verbunden ist, als wenn jeder Arbeitnehmer einzeln aushandeln würde. Ne? Weil die Verhandlungsposition der Gewerkschaft ist stärker als die jedes einzelnen Mitglieds. Das heißt, wir könnten uns vorstellen, ein Mitgewerkschaftsvertrag sind Arbeitsverträge statt hier irgendwo hier rechts angesiedelt. Ne? Und Sie merken, ich vermeide es bewusst, mich festzulegen, wo genau wir mit Gewerkschaftsvertrag wären, weil es nicht so klar ist. Ne? Es ist auf jeden Fall klarer, dass es ist auf jeden Fall klar, dass Gewerkschaften eher wahrscheinlich vorkommen, wo wir ein gewisses Maß an Spezifität haben. Aber wo genau, das kann man jetzt nicht sagen. Ne? Ja, und ja, ich werde natürlich nicht, ich werde jetzt nicht in der Klausur fragen, wo ist der Gewerkschaftsvertrag in diesem Schema anzusiedeln. Wenn ich es fragen würde, dann würde ich es natürlich mit Argumenten fragen. Okay, so viel als Nachtrag zur letzten Übungssitzung und dann geht es jetzt gleich weiter mit empirischer Evidenz zu Schadens.